Virenscanner installieren, Firewall aktivieren. So halten sich die meisten Computernutzer Viren und Schadsoftware vom Hals. Wer aber für die Sicherheit eines Stadtwerkes verantwortlich ist, der sollte sich besser nicht auf ein Gratisprogramm aus dem Netz verlassen. Das weiß natürlich auch Eberhard Oehler. Seit 20 Jahren leitet er die Stadtwerke im badischen Ettlingen. 2014 will er genau wissen, wie es um die IT-Sicherheit seines Unternehmens bestellt ist. Und holt sich Hilfe von einem Profi. Ein Hacker soll den Härtetest machen und versuchen, in die Netzleitstelle einzudringen. Nach 3 Tagen meldet der Auftragshacker Vollzug. Er hatte das 20 kV-Schaltschema der Stadtwerke Ettlingen scharf geschaltet auf seinem Laptop und hätte mit einem Druck auf die Enter-Taste die Energieversorgung von Ettlingen abschalten können. Ein totaler Blackout per Knopfdruck. Kein Strom, Gas oder Trinkwasser für 40.000 Menschen. Eine Horrorvorstellung für den Stadtwerkechef. Aber auch eine Motivation, die gefundenen Sicherheitslücken zu stopfen. Und das ist gar nicht so leicht. Es gibt in der IT keine absolute Sicherheit. Das ist ein Trugschluss, wenn es auch manche Experten behaupten. Ich glaube das nicht. All das, was ich in den letzten Monaten gelernt habe, zeigt mir das Gegenteil. Carsten Noel ist Hacker. Er steht auf der Seite von Leuten wie Oehler. Als sogenannter Whitehead-Hacker hilft er Unternehmen, Schwachstellen in ihrer IT zu finden und zu beseitigen. Auf der anderen Seite seine Gegner, die Blackheads. Hacker im Dienste von Staaten, Großkonzernen, Geheimdiensten, Terroristen oder Kriminellen. Sie liefern das Wissen, aus dem Angreifer eine neue Art von Waffen schmieden könnten. Digitale oder D-Waffen, mit denen sich zum Beispiel Kraft-, Umspann- oder Wasserwerke lahmlegen lassen. Aber anders als Atombomben oder Chemiewaffen lässt sich die Verbreitung von D-Waffen kaum kontrollieren. Wir reden nicht mehr von angereichertem Uran oder Plutonium, das sich über Detektoren an Flughäfen finden lässt. Wir reden über kürzere Zeilen Quellcode, die sich über verschlüsselte E-Mail in Sekunden weltweit verbreiten lassen. Und auf dem Netzschwarzmarkt lassen sich Informationen zu bisher unentdeckten Sicherheitslücken, sogenannte Zero-Day-Exploits, verkaufen. Das ist lukrativ. Denn hier gehen nicht nur Kriminelle und Terroristen auf D-Waffen-Shopping-Tour. Auch der US-amerikanische Geheimdienst NSA bietet mit. Und der hat ein Milliardenbudget. Für Miriam Danke-Welti von der ETH Zürich ein Skandal. Ja, ich würde sagen, die Aktivitäten Geheimdienste führen gegenwärtig nicht zu mehr Sicherheit, sondern im Gegenteil zu mehr Unsicherheit. Weil diese Verwundbarkeiten, solange die offen sind und nicht geschlossen, können die eigentlich von allen ausgenutzt werden. Die Geheimdienste legitimieren solche Aktivitäten mit Wortschöpfungen wie Cyberkrieg. Oder indem sie die Bedrohungslage durch D-Waffen systematisch hochspielen. Tatsache ist, Computerviren haben noch keinen Menschen getötet oder verletzt. Und es sind auch heute noch Soldaten und Panzer, die fremde Länder besetzen und nicht etwa Hacker mit ihren Laptops. Das ist mit Cybermitteln bisher nicht möglich. Kombiniert mit physischen Attacken, Bomben zum Beispiel, dann schon wieder eher. Aber dann wären wir wieder in einem normalen Kriegsszenario, bei dem dann einfach noch Cybermittel zusätzlich eingesetzt würden. D-Waffen eröffnen also kein neues Schlachtfeld im Cyberspace. Der Begriff zeigt vielmehr, dass Mängel in der IT-Sicherheit Konsequenzen haben können. Auf dem Laptop zu Hause ebenso wie im Atomkraftwerk oder auf den veralteten Windows XP-Rechnern der Berliner Verwaltung. Vernetzte Computertechnik muss man warten, aktualisieren und systematisch gegen Bedrohungen aus den Tiefen des Netzes abschirmen. Das hat auch Eberhard Oehler von den Stadtwerken erst lernen müssen. Mein IT-Leiter hatte früher einen deutlich schwereren Stand, wenn er irgendwelche Veränderungen durchsetzen wollte, wenn er vielleicht sogar Personal oder Geld zusätzlich wollte, wie er heute hat. Heute weiß ich, ich darf ihn nicht mehr links liegen lassen und auf nächstes Jahr vertrösten. Staaten und noch weniger Geheimdienste können die Sicherheit im Internet garantieren. Denn jeder Computer ist immer Glied eines Systems. Wer sein PC schützt und E-Mails verschlüsselt, der macht Cyberkriminellen und Spionen das Leben schwer. Das ist effektiver und billiger, als mit D-Waffen in den Cyberwar zu ziehen.